Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Desperados 3. Wir sind in Flagstone fertig geworden mit dem Hector zusammen und begeben uns jetzt auf Higgins Anwesen. Und die Episode heißt, bis dass der Tod uns scheidet. Der Mann, den sie Frank nennen, befindet sich auf dem Anwesen von Bürgermeister Higgins. John Cooper begibt sich dorthin, ohne zu wissen, dass eine gewisse Person sich dort auf ihre Hochzeit vorbereitet. Von Flagstone aus, einen halbstündigen Ritt den Berg hinauf, liegt das neu gebaute Anwesen von Bürgermeister Higgins, der er nach gewissen Machenschaften mit der Devitt Company zu erheblichem Reichtum gelangt ist. Hat Higgins keine Kosten und Mühen gescheut, sich seine bescheidene Bleibe mit dem neuesten Komfort und Luxus auszustatten. In den letzten Tagen waren alle auf dem Anwesen mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Bürgermeister Higgins hat nach Jahren der Abweisung endlich die Liebe seines Lebens überzeugen können, den Bund der Ehe einzugehen. Was er jedoch nicht weiß, dass die Braut für den großen Tag ganz eigene Pläne hegt. Okay, na da schauen wir mal, was da los ist. Alle mal bitte stillhalten. Einfach großartig. Und noch eins. Ich glaube, diese Seite sieht noch stattlicher aus. Ich hol noch eine Platte. Gut. Wie gefällt dir das neue Kleid, mein Täubchen? Oh, es ist wunderhübsch, Schatz. Oh, ausgezeichnet. Ich möchte, dass noch in vielen Jahren von diesem Tag gesprochen wird. Higgins. Ach, was ist denn? Frank sagt, dass er ungeduldig wird. Psst, nicht jetzt. Siehst du denn nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Tut mir leid, mein Täubchen. Ich muss mich leider wirklich darum kümmern. Mach dir um mich keine Sorgen, Schatz. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Lenkt Frank ab. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss mir unbedingt das Blumenarrangement ansehen. Ja, Sir. Auf Wiedersehen. Endlich. Ich dachte schon, er würde nie gehen. Ich muss schnell sein. Holen, was ich brauche und verschwinden, bevor ich vor den Altar gezerrt werde. Zuerst brauche ich einen Schlüssel für die obere Etage. Ich glaube, sie hat einen Ersatzschlüssel. Sie wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir kurz borge. Die Wachen werden mich nicht stören, solange ich mich nicht zu sehr daneben benehme. Sobald ich ihn hab, schleiche ich durch die Tür der Bibliothek rein. Zur oberen Etage ist der Zutritt verboten. Ich muss den Wachen ausweichen, bis ich das Büro erreiche. Dort werde ich alles auf den Kopf stellen, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Also gut. Ich muss von hier verschwinden, bevor der Bräutigam beschließt, nach seiner Braut zu schauen. Okay, anscheinend spielen wir jetzt die Kate und müssen uns, anscheinend sind wir nicht so in Love. Das Kleid ist wunderschön. Anscheinend sind wir nicht so in Love mit dem Bürgermeister. Wie er denkt. Gott, dieser Hund hasst mich. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Okay, schauen wir mal, was die Kate denn alles so kann. Taschendiebstahl. In bestimmten Missionen kann Kate bei Feinden Taschendiebstahl begehen. Sei aber vorsichtig, wenn du dabei gesehen wirst, gibt es einen Alarm. Halte STG gedrückt und wähle Maus links um ein Ziel. Und wähle mit Maus links ein Ziel aus. So. Okay, lesen wir mal, was hier noch steht. Ich werde mir den Schlüssel von ihr holen. Aber der Typ auf dem Balkon scheint zu sehr auf sie fixiert zu sein. Parfümfläschchen. Kate hat einen unbegrenzten Vorrat an Parfümfläschchen. Die Fläschchen blendet vorübergehend alle Wachen in Reichweite. Dies ist
Eine der wenigen Fähigkeiten, die auf alle Sorten von Wachen gleich stark wirkt, einschließlich der Longcoats und Ponchos. Okay. Eines Tages werde ich den Mut aufbringen. Eines Tages. Mit diesem Parfum kann ich ihn bestimmt ein wenig blenden. Keine Sorge, es ist harmlos. Noch ein klein wenig. Hallo, Mary. Dein Gang gefällt mir. Gern doch. Nein, das klingt nicht richtig. Hab ihn. Und jetzt die Treppe hoch und durch die Tür zur Bibliothek. Das war jetzt sehr knapp. Die Zeit, wo der geblendet ist, ist ganz schön kurz. Hier pennt irgendwie einer. Nicht ungleichmäßig. Nicht stören. Okay, also hier dürfen wir anscheinend auch noch rumlaufen. Da ist die Tür. Ich schlüpfe rein, wenn niemand hinsieht. Ah, wo habe ich diesen verdammten Schlüssel hingetan? Ausnocken. Kate nockt Wachen nur aus und beherrscht keinen tödlichen Angriff. Achso, Kate nockt Wachen nur aus und beherrscht keinen tödlichen Angriff. Außerdem trägt sie kein Seil mit sich, mit dem sie die Feinde fesseln könnte. Sei also vorsichtig, denn sie werden wieder wach. Zeit, Eindruck zu hinterlassen. Okay. Nochmal. Schließen wir hier nochmal auf. Hier kommt die flüchtige Braut. Da ist die Tür. Ich schlüpfe rein, wenn niemand hinsieht. Stehen ja bestimmt an. Lasst euch nicht stören. Blenden wir sie ein bisschen. Und los. Machen. Geh schlafen. Macht Platz für die Braut. Okay. Gibt es eine Abkürzung? So nicht. Nein. Und jetzt ein kleines Versteckspiel. Schnell, bevor er zurückkommt. Okay. Dann haben wir hier einen, der steht aber nur so da. Der steht nur da dran. Hier muss ich rein wahrscheinlich, ne? Lasst euch nicht stören. In den Schrank. Ab in den Schrank erstmal. So, speichern. Genau da, wo es weh tut. Ich erhebe Einspruch. Wollen wir Schönes? Alter. Ich treffe immer. Das klappt immer. Fast geschafft. Jetzt muss ich diese Papiere finden. Schnell, bevor er zurückkommt. So. Sie müssen hier irgendwo sein. Da suchen wir halt mal noch ein paar Papiere. Oh, Scheiße. Das ist aber nicht der Higgins.
Frank! Wie ich sehe, habt Sie mein Büro gefunden. Sie lassen Ihre Freunde ganz schön warten, Higgins. Das, tut mir leid. Die Hochzeit, Sie verstehen. Natürlich. Das Essen, die Dekoration, die verfluchten Verwandten. Bringen wir es hinter uns, ich muss noch den Zug erwischen. Natürlich. Geben Sie mir einen Moment. Habe ich richtig gehört, dass es in Flagstone gestern Probleme gab? Das Übliche. Ich könnte mir vorstellen, dass Mr. DeWitt darüber nicht sehr erfreut ist. DeWitt ist nicht hier. Ich frage mich, ob er möchte, dass Sie hier alles unvollendet zurücklassen. Oder gibt es in New Orleans etwas Wichtigeres? Vielleicht kümmern Sie sich lieber um Ihre Hochzeit, Higgins. Hey, vielleicht haben Sie recht. Ich möchte schließlich nicht, dass die Braut nervös wird. Nun, dazu hat sie wohl jeden Grund. Verzeihung? Ich glaube nicht, dass sie sehr glücklich sein wird, wenn sie erfährt, dass sie die Ranch ihrer Familie verkauft haben. Nun, das wird sie erst nach der Hochzeit erfahren, oder? Wissen Sie, ich glaube nicht, dass es am Ende einen großen Unterschied machen wird. Viel Spaß bei Ihrer Hochzeit, Higgins. Warten Sie! Ich brauche einen Drink. Jetzt kommt unser Cooper mit dem Hackstor zusammen. Bist du sicher, dass du das alleine durchziehen willst? Da gibt es nichts zu diskutieren. Und? Was ist dein Plan? Reingehen, Frank finden, die Sache erledigen. Durch den Vordereingang? An der Klippe gibt's einen Pfad nach unten. Dem folge ich, dann klettere ich die Ranken hoch. Von da an werde ich improvisieren. Das ist doch kein Plan, Amigo. Ich habe schon schlechtere Pläne durchgezogen. Wenn ich merke, dass was nicht stimmt, komme ich und hole dich. Nein, du bleibst, wo du bist. Das ist meine Sache. Wie du meinst, Amigo. Okay, anscheinend spielen wir doch nicht mit dem Hector, sondern nur mit dem Cooper. Und jetzt sind wir hier in der Safe-Zone. Das ist quasi alles egal. Wir dürfen bloß nicht wahrscheinlich da reingehen, genau. Nicht auf der Gästeliste, Kumpel. Also verpiss dich. Okay, sorry. Okay, los geht's. So, dann gehen wir halt erstmal rin in die Jutestube. Auch das war wieder relativ knapp. Die Kugel ist für dich. Das ist eins der seltsamsten Hochzeitsgeschenke, die ich je gesehen habe. Ja, ich meine, es ist teuer und so, aber für eine ganz alter Trick. Kopf und wer hat Lust zu zusammenarbeiten? Ben unterwegs, mein Sohn. Hey, jetzt hab ich sie. Okay, da oben sind auch welche. Dann laden wir nochmal. Das war mal nichts. Wie zum Teufel sollen wir denn dann... Achso, man könnte natürlich da hinten lang. Der sieht nicht weit. Der sieht auch nicht weit. Das könnte eine Braut damit schon anstellen. Das kann man jeden... Du stehst nicht auf der Gästeliste, Kumpel. Also verpiss. Puh,
Ja, rennen dürfen wir da natürlich nicht. Und los. Dann wird man eher gesehen. Ich wünschte, ich könnte ihr Gesicht sehen, wenn er ihr davon erzählt. Vermutlich dasselbe Gesicht, das sie auch in der Hochzeitsnacht macht. Auf geht's. Okay. So. Gehen wir mal in den Busch. Oh, da ist ja auch noch einer. Das ist eins der seltsamsten. Okay, da steht über den Reling, aber kann hier unten nicht nichts sehen. Ja, ich meine, es ist teuer und so, aber für eine. Okay. Speichern. Und dann gehen wir mal hier hinter. Wenn ich von vorne rein will, sollte ich es über den Balkon versuchen. Das ist allerdings riskant. Der Klippenpfad scheint mir eher eine kluge Wahl zu sein. Ja, aber ich komme ja nicht hier runter. Der Klippenpfad scheint hier eher, aber mir nicht. Natürlich wirst du mich heiraten. Hm. Du musst dich nur etwas beruhigen. Da kommen wir nicht rein. Bitte, Kate, das ist weder der richtige Zeit. Ich könnte ihr Gesicht. Vermutlich dasselbe Gesicht, das sie auch in der Hochzeit. Mann! Bitte, mein Täubchen. Ich will doch nur das Beste für dich. Mann. Ich komme hier einfach nicht rein. Das ist eins der seltsamsten Hochzeitsgeschenke, die ich je gesehen habe. Der guckt ja hinter und. Oder der guckt hier hinter. Also ich komme hier hinten nicht vorbei. Du hast keinen Anstand, du diebisches Abziehbild von einem Mann. Bitte, mein Täubchen. Ich will doch nur das Beste für dich. Ha? Los. Ich biete dir mehr, als dein Onkel dir jemals so geben könnte. Jetzt sind wir hinter dem. Ganz alter. Ja, abzüglich der Würde. Glaubst du wirklich, ich würde einen hinterhältigen Scharlatan heiraten? Natürlich wirst du mich heiraten. Du musst dich nur etwas beruhigen. Ja, hab ich auch. Du bist nichts als ein gieriger Scheißkerl. Bitte, Kate, das ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort dafür. Ich habe jede Menge davon. Du hast keinen Anstand, du diebisches Abziehbild von einem Mann. Bitte, mein Täubchen, ich will doch nur. Keine Bewegung! Kleine. Okay. Scheiße. Gib mir Deckung! Okay. Los geht's. Den haben. Das war schon mal nichts. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das ja in der nächsten Folge weiter. Bis dahin muss ich mir mal überlegen, wie ich überhaupt weiterkomme. Wenn ich den nämlich hier abmesser, stelle ich mich ja hin und dann sieht er uns ja. Nee. Yeah.
sehen die uns alle. Was zum Teufel? Jep, jep. Das wird nichts. Das wird so nichts. Wir müssen doch irgendwie hier unten rumkommen. Du bist nichts als ein gieriger Scheißkerl. Bitte, Kate, das ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort dafür. Kurz und schmerzlos. Kann ich, wenn ich hier hochklettert, den abmessern? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, nee, nee. Das wird nichts. Na gut. Dann wollen wir mal. Dann würde ich sagen, da belassen wir das erstmal. Ich kann den ja nicht abknallen. Machen wir Krach. Zwei sind besser als einer. Du hast uns an die Devin Company verkauft, du Arschloch! Ich biete dir mehr, als dein Onkel dir jemals geben könnte. Die alte und die neue. Mehr zum Dios, amigos. Wir brauchen Verstärkung. Okay. Los geht's. Nee. Naja, es war mal ein Spaß. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn es heißt, wir müssen irgendwie hier aus der Scheiße wieder rauskommen. Das war, glaube ich, verkehrt, dass wir hier hinten langgelaufen sind. Wir müssen irgendwie versuchen, hier einen richtigen Moment abzupassen, wo wir eventuell eine Mütze hier hinwerfen, dass wir hier hinten vorbeischleichen können. Ohne irgendjemanden zu messern. Das war schon richtig hierhin. Die Münze war auch richtig, aber den abzumessern war nicht richtig. Wir hätten einfach vorbeischleichen sollen. Ja, na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Dann werden wir, denke ich, hier irgendwie hinten rumkommen, um dann hier hochzukommen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.